McLemmon. Hallo, ich bin der McLemmon, ich komme aus dem Internet. Hallo. Hilfe. Eins, zwei, Test. Okay, ja, ich bin die Jinx, ich bin dann auch jetzt mal da. Wir sind vom CCC Wien. Kommt da auch ein Bild? Da kommt ein Bild. Da war ein Bild. Wo? Ich rede mal weiter. Also es gibt uns dann jetzt übrigens. Genau, Jubel, danke. Genau, das Zwischenbild hat das gerade hervorragend ausgedrückt. We're all mad here. Danke, dass ihr da seid. ja, was hat sich so alles getan? Wir hatten eine Mitgliederversammlung. Wir haben den Verein reaktiviert, war vorher Chaosnahe Gruppe Wien, jetzt umbenannt in Chaos Computer Club Wien. Wir sind mittlerweile von der Vereinsbehörde akzeptiert worden. Also wir sind mit dem ganzen Bürokram quasi durch soweit. Genau, jetzt gibt es noch einen Termin bei der Bank. Dann gibt es auch endlich ein Konto für Mitgliedsbeiträge und Spenden. Nochmal Jubel bitte. Danke. Und wir haben kein Bild. Na gut, wir schaffen das auch so. Gut, genau, wir haben einen Mac. Ja, ich habe ja selber auch einen, ich darf da jetzt nichts sagen. Gut, was hat sich noch alles getan? Herbert, was hat sich noch alles getan? Hilf mir. Roadmap, stimmt, die Roadmap hat sich getan. Wir haben in der Zwischenzeit, die wir genutzt haben, zwischen der Reaktivierungsveranstaltung und der tatsächlichen Eintragung, die jetzt die Woche durch war, hooray, haben wir die Digital Roadmap von der österreichischen Bundesregierung uns mal vorgenommen, haben sie weitestgehend, glaube ich, sogar durchkommentiert. Also wir haben viel, viel, viel geschafft. Es haben uns ganz viele Leute geholfen. Also wir saßen hier beim Hackathon, glaube ich, mit 15 Leuten und ich weiß, es haben sich ganz viele auch von extern reingeklinkt, haben in ihrer Freizeit wirklich die Zeit sich genommen und diese 420 Punkte kommentiert. Ich glaube, gemeinsam sind wir relativ weit gekommen. Wir haben am 31., wo die Konsultation auslief, haben wir hier noch abends gesessen bis um Mitternacht und haben wirklich alle unsere Kommentare reingegeben und wurden auch bereits tatsächlich kontaktiert, ob das nicht jetzt doch ganz nett wäre, vielleicht in einen offenen Diskurs gemeinsam zu gehen, wo wir uns doch schon so viel Mühe gemacht haben. Also mal schauen, was da dann auf der Seite noch kommt. Mal gucken, was von Seiten Bundesregierung kommt. Und ja, dann haben wir eigentlich auch schon gleich. Gleich. Was möchtest du? Genau, das nächste. No fix on this level. Ja, kein Ding, aber ich schau dir ein bisschen über die Schulter, weil du hast die Notizen. Ich schaue noch da. Gut, was haben wir als nächstes vor? Also das war mal das, was wir zuerst gemacht haben. Als nächstes gibt es oder haben wir vor, dass in Deutschland und in der Schweiz und in Salzburg bereits ganz emsig gepflegte Projekt Chaos macht Schule nach Wien zu holen. Ich habe da jetzt hier gerade zum Vorzeigen, nachdem wir kein Bild haben, zumindest den Flyer von unseren deutschen Kollegen. Chaos macht Schule ist ein Projekt, wo halt Chaoten ehrenamtlich an die Schulen gehen und mit Lehrern, Eltern, Schülern natürlich eben reden, Workshops machen, einfach mal vorzeigen, was passiert eigentlich wirklich mit eurem Gerät, was passiert eigentlich wirklich im Netz, was passiert, wenn ihr euch in Social Media bewegt. Hey, you! Wir haben ein Logo. Das ist auch passiert. Gut. Wer sich jetzt für Chaos macht Schule interessiert, wer jetzt sagt, okay, das wäre was, hey, cool, da würde ich gerne mitarbeiten, da würde ich mithelfen, ich würde gerne zu so einem Projekttag an der Schule mitgehen und einfach auf die Schüler, die Lehrer, die Eltern zugehen. Wir werden das beim nächsten Treffen am 19.04. Dankeschön, 19.04. um 19 Uhr
werden wir das hier als Thema haben. Also wer gerne mitmachen mag, einfach gerne vorbeikommen, über die Liste schreiben, einen von uns anschreiben, jetzt gleich kommen, vorbeikommen, uns ansprechen. Wir sind da für jede Mithilfe gerade sehr dankbar, weil wir möchten das gerne wirklich flächendeckend hier für Wien anbieten können, für interessierte Schulen und sonstige Projekte. Falls ihr jemanden kennt beim Unterrichtsministerium, im Stadtschulrat oder so, die freuen sich sicher auch, wenn wir ihnen eine Rutsche legen, dass sie da mitmachen können. Genau, dankeschön. Also gerne Werbetrommel rühren. Wir sind dabei, wir haben schon im Austausch eben mit den deutschen Kollegen und mit Salzburg auch, dass wir möglichst viel Material haben und dann relativ bald an den Start gehen können damit. Was haben wir noch? Das war's, wir sind fertig. Dankeschön. Okay, vielen Dank und alles Gute für die Reaktivierung. Gibt es sonst noch jemanden, der was ankündigen möchte?